stehen da alle neben mir. Der Bahnhof bleibt um, deswegen sind wir hier. Lethargie überwunden, jetzt. Als nächstes bringt Jan ein Solostückchen mit dem Titel Mumbai Cowboy, heute bei S21 hier, bei der Montagsdemonstration. Ein Lied aus seiner neuen CD, seiner Solo-CD. Danach noch ein Song von uns und dann geht's los mit der Kundgebung. Thank you.
Als letztes Lied, bevor es mit dem Programm da losgeht. Ein Lied für Frankreich, das klingt jetzt sehr platitüdenhaft. Aber es ist ein Lied für dieses Frankreich, das gegen die Religion und den Kampf der Religionen steht. Ein Lied für dieses Frankreich der Aufklärung, der französischen Revolution und der Ideen davon. Auch ein Lied für die Pariser Kommune und ihre Ideen. Und ich habe diesen Song vor 10 Jahren geschrieben, anlässlich des Jahrestages, den wir heute auch haben, der Front Populaire, die 1936, als hier der Faschismus an der Macht war, dort eine linke Regierung gewählt hat, für ein Jahr. Dann kamen die Rechten auch in Frankreich an die Macht. Und das Lied heißt Die kleine Kugel. Jeder Zauber der kleinen Kugel. Er tanzte Paris und die Massen erobert die Champs-Élysées und die Tuileries. Ist das Sommer der Hoffnung, Fantasien der Macht, dem Schutz der Frau, Populär. Die Macht zu erkämpfen ist schon nicht einfach, aber sie dann zu halten. Ist riesen im Jahre 70, den siebten und in Abend. Und es feierten überall auf der Welt die Menschen mit, wenn man sagt. Am chilenischen Beispiel, das neue steht in Freiheit und Schwesterlichkeit. Und wir tellen auch, auf nur 3 Jahre, heute wissen wir, und es wird irgendwann, da bin ich mir sicher, ein neues Fass auf dem Markt. Die Geschichte ist nicht aufzuhalten, es gibt eine Hoffnung in finsterster Nacht. Jenen Sommer der kleinen Kommune. Da tanzte Paris und die Massen eroberten die Champs-Élysées und die Tuileries. Ist der Sommer der Hoffnung, Fantasien der Macht, dem Schutz der Frau populär. Doch die Macht zu erkämpfen ist schon nicht einfach, aber sie dann zu halten. Ich bin wieder mal da. Samstag auch schon da. Kennst du die vom Kleber? Haben Sie schon mal gesprochen? Ich komme manchmal mal auf Kampf 21, da hört man nichts mehr.
weiß gar nicht, was liegt. Ich habe jetzt hier eine Nummer. Ich habe mit dem Streaming-Problem irgendwas. Mit dem Streaming habt ihr Probleme. Streaming? Ja, irgendwie. Ich die kleine Kommune Streaming. Für Frankreich, für das Frankreich der Aufklärung. Okay. Jetzt ist es. Wir kennen uns noch nicht so lange. Nicht so lange wie wir beide. Ja, ja. Er fühlt sich auch schlafen. Feldstart, aber jetzt geht's richtig los. Vielen Dank Bernd Köhler und Jan Lindquist für diesen kunstvollen Vortrag mit der Slide-Gitarre. Sie haben zwar ein bisschen Überstunden gemacht, deshalb bin ich schon so unruhig hier immer hin und her getänzelt, aber Musik zu hören ist ja immer in der Regel angenehmer, als jemanden reden zu hören. Deshalb verzeihen wir Ihnen das natürlich gerne. Wir wollen aber eigentlich immer gerne pünktlich anfangen. Okay, also, liebe Freundinnen und Freunde einer zukunftsfähigen Stadt, unsere 330. Montagsdemo folgt auf so ereignisreiche Tage und Veranstaltungen, dass ich mich freue, dass trotzdem noch ein paar Unentwegte hergekommen sind. Herzlich willkommen allen. Mein Name ist Thomas Renkenberger von den Parkschützern und ich freue mich, dass die Arbeit dieser Umstieg 21-Gruppe so erfolgreich war und ich muss sagen, man kann es gar nicht hoch genug schätzen, was die da in monatelanger Arbeit zusammengetragen haben und vor allen Dingen auch auf so eine hervorragende Art und Weise präsentiert haben, dass ich alle darum bitten möchte, dass sie dazu beitragen, um diese Broschüre möglichst weit zu verbreiten. Ich habe selber, sobald ich die Broschüre gezeigt habe, in meinem Umfeld mehrere Vorbestellungen bekommen, die ich heute erfüllen werde. Also diese Broschüren gibt es am Stand, er spendet für ein paar Euro. Wenn jeder 3 mitnimmt und 10er da lässt, dann ist das Ding gut finanziert und die kann man dann entweder weiter verspenden oder jemanden, der interessiert ist, verteilen. So. Ach, ja, gut, also das freut mich, dass es Zustimmung findet. Diese vielen Veranstaltungen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, wurde heute bis zu einem gewissen Grad noch mal getoppt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mitgekriegt haben. Darf ich um ein bisschen mehr Ruhe da drüben bitten? Hallo, das ist so laut, das stört mich auf der Bühne. Ja, ich meine, wenn man schon näher kommt, dann kann man ja auch zuhören. Und wenn man was zu schwätzen hat, dann kann man es auch leise machen, oder? Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Wir haben heute gehört in den Nachrichten, dass Stuttgart ganz stolz darauf ist, dass es jetzt nominiert wurde für das Weltkulturerbe. Wer es noch nicht weiß, es sind zwei der mehreren Häuser am Weißenhof oben, die sogenannte Weißenhofsiedlung, in den 20er Jahren bahnbrechend mit ihrer Architektur. Und das sind nun die zwei Häuser von Le Corbusier. Allerdings sind es nur zwei von insgesamt 17 Häusern, die weltweit auf mehreren Kontinenten jetzt vorgeschlagen wurden fürs Weltkulturerbe. Das freut einen in der Stadt natürlich, dass man so ein hervorragendes Zeugnis der Architektur dann auch weltweit geehrt sieht. Aber ich glaube, ich spreche allen aus dem Herzen, dass es einem gleichzeitig wieder mal schmerzlich bewusst macht, dass wir auch schon mal einen Vorschlag hatten fürs Weltkulturerbe, nämlich 2009 für unseren Bonatzbahnhof auf Veranlassung von Dr. Matthias Rosa, der sich intensiv mit der Architektur von diesem Bahnhof beschäftigt hat und der sich auch an die UNESCO gewendet hat. Und da gab es ein Gremium, das die Vorschläge in der Regel macht für die UNESCO und die hat sich für die Benennung des Stuttgarter Hauptbahnhofs als Weltkulturerbe stark gemacht und hat sich dafür eingesetzt. Applaus
Wir wissen alle, wie bitter und schmerzhaft das für uns war, als wir erleben mussten, dass die Seitenflügel des Bahnhofs abgerissen worden sind. Und leider ist es ja noch lange nicht alles. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass auch die große Treppe in der Haupteingangshalle und auch der gesamte Boden in der großen Halle oben entfernt werden soll. Also was dann zurückbleibt, ist nur noch ein verstümmeltes und amputiertes Bauwerk, das die DB AG zu einer Einkaufszone umbauen möchte. Und ich weiß, das wurde ja schon öfters immer wieder hier gesagt, aber anlässlich der Verleihung des Weltkulturerbes dachte ich, ist es mir nochmal hochgekommen. Und ich habe dann auch nochmal im Internet den Artikel von Amber Sayar in der Stuttgarter Zeitung nachgelesen, wo sie auch voller Schmerz und Trauer eigentlich darüber berichtet, was für ein barbarenhafter Umgang hier in der Stadt mit unserem kulturellen Erbe herrscht. Und das ist etwas, was leider heute noch kaum aufgehört hat. Wir haben auch heute Gebäude zu beklagen, die sind vielleicht nicht mehr ganz so wertvoll. Dazu werden wir später aber auch noch eine Rede hören. Jetzt sage ich erst mal kurz, wer jetzt hier alles drankommt. Als erstes haben wir natürlich auch etwas zu feiern. Sie sehen, ich trage heute ein altes T-Shirt. Das ist aber der Mahnwache gewidmet. Damals war es ein Jahr Mahnwache. Da gab es schon noch ein extra T-Shirt auf der Rückseite. Das gesamte Kulturprogramm, was damals in der Stadt abgezogen wurde. Und diese Mahnwache, Sie sehen es hinter mir, gibt es nun sage und schreibe seit 6 Jahren und einem Tag. Gestern genau war der Geburtstagsdatum. Und es ist doch für uns alle so erfreulich und dankenswert, dass dieser Zerstörungswut, diesem verblendeten Wahn, dieser ganzen verlogenen, giergetriebenen Politik hier genug Leute gibt, die sich noch dem entgegenstellen. Und die Mahnwache, finde ich, ist so ein Edelstein dieser Bewegung. Und ohne Zweifel können wir ihr dafür nochmal einen herzlichen und starken Beifall spenden. Und dann bitte ich jetzt die Mahnwächterinnen und Johanna Almstedt auf die Bühne, bitte. Die Mahnwache auf die Bühne, bitte. Ich hoffe, dass nicht alle hochkommen, sonst müssen wir anbauen. Wir sind einfach eine ganze Menge. Vielen Dank. Wahnsinn, Leute. Jetzt sind wir ganz anders. Ja, nachdem wir jetzt 6 Jahre und einen Tag sind, kam gestern bei unserem Fest die Idee auf, jetzt sind wir ja eigentlich schulreif. Wir könnten einen Schulreifetest mit allen machen. Aber nein, nein, das machen wir nicht, keine Sorge. Wir bleiben auch weiter da. Und was war gestern wirklich... Was man gestern gut merken konnte, wir sind eigentlich fast so was wie eine Familie. Es sind tolle Leute, wie ihr hier seht, ist nur ein ganz kleiner Teil, aber alle sind genauso toll, wie die hier oben stehen. Auf uns kann man sich verlassen und das ist was sehr, sehr Wichtiges heutzutage. Wir unterstützen uns gegenseitig, politisch, aber auch persönlich.
Wir lachen miteinander, wir schimpfen gemeinsam oder helfen uns notfalls auf die Sprünge. Und wir brauchen eure Unterstützung. Ihr braucht uns, wenn ihr mal irgendeine Info habt, verloren habt, vergessen habt, nicht da wart, Urlaub. Und wir brauchen euch. Und darum rufen wir euch auf, wer Lust hat zu kommen. Es geht ganz einfach, uns zu unterstützen. Geht einfach zur Mahnwache, sagt euren Namen und Telefon- oder Mailadresse. Tragt euch für einen Dienst ein, das tut bestimmt nicht weh. Schwör. Und dann seid ihr Mitglied der Mahnwache. Also, kommt einfach zu uns. Ja, jetzt noch ein paar Worte zum Jubiläum. Jeder Jubilar braucht einen Platz, um sich zu zeigen. Jeder Redner braucht ein Podium, um was zu sagen. Jedes Konzert braucht eine Bühne. Jede noch so kleine Ankündigung, wenn sie durchdringen will, braucht ein Mikro. Licht braucht man auch, Wärme und alles, was dazugehört, Leitungen und ganz viel Vordenken und Planen. Deswegen von uns allen hier auch mal ein Dank an die, die das ermöglichen, nämlich an das Demo-Team, die uns diese Möglichkeit bieten und euch die Möglichkeit, jeden Montag bis auf kleine Ausnahmen hier sein zu können und zu sehen, was es Neues gibt und zu hören. Deswegen unser Dank an das Demo-Team und der Thomas Bonheer und kriegt ein paar Blümchen. Wir vom Demo-Team machen unsere Arbeit ja jetzt auch schon etliche Jahre und schön, wenn das mal jemand merkt. Ja. So, wo wir gerade von Weltkulturerbe und Architektur sprachen in der Stadt. Ich habe vorher gesagt, es gibt eine ganze Reihe von bedeutenden Architekturbauwerken, die in Stuttgart in den letzten Jahrzehnten bedenkenlos abgerissen worden sind. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Und auf der anderen Seite gibt es einige Schmuckstücke dieser Stadt, die man sich heute gar nicht mehr wegdenken kann, die nur dank des Engagements von Bürgern und von zum Teil großzügigen Spenderinnen und Spendern gegen politische Widerstände erhalten worden sind. Als Beispiel möchte ich bloß die Markthalle nennen oder das Wilhelma-Theater. Aber es gibt noch sehr viele andere. Und in dem Zusammenhang möchte ich gleich, was eigentlich sonst immer am Schluss kommt, einen Termin noch angeben. Und zwar, es ist nichts ganz Aktuelles. Es ist eine Ausstellung am Weißenhof, gerade dort, wo die Le Corbusier-Häuser stehen. Die heißt Stuttgart reißt sich ab. Das ist eine Fotoausstellung, die zeigt, was seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Stuttgart alles passiert ist. Die möchte ich allen, die sich dafür interessieren, und ich hoffe, das sind viele, dringend ans Herz legen. Sie und ihr habt allerdings noch ein bisschen Zeit, das geht noch bis in September. Die ist jeweils geöffnet von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr und Samstag, Sonntag sogar von 12 bis 18 Uhr. Also das ist eine Ausstellung, die hat es gewiss für alle historisch bewussten und architektonisch interessierten Stuttgarter verdient, dass man hingeht und sie besucht. Und wo? Am Weißenhof. Aha. Galerie am Weißenhof. Das ist am Killesberg. Okay. Ja?
Gut. Also das kann man im Internet auch nochmal nachschauen. Es gibt auch Broschüren und Flyer dazu. Mit der so. O7 hoch, mit der O7, oder? Ja, also okay. Das kann ich jetzt nicht so gut. Genau sagen. Ich denke schon. Okay, also ich habe gerade gefragt, wie man da hochkommt. Das kann vielleicht jemand anders sagen. Jetzt muss ich nämlich weitermachen. Hinter mir steht nämlich schon Ursel Beck von der Mieterinitiative und von den Cannstattern gegen Stuttgart 21, die sich seit vielen Jahren auch um die Wohnverhältnisse in Stuttgart kümmert. Und sie wird uns dazu jetzt etwas erzählen, wo es nicht um großartige Bauwerke geht, sondern um das, was wir alle brauchen, nämlich eine anständige und bezahlbare Wohnung und wie die Stadt Stuttgart damit umgeht. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Thomas hat ja schon darauf hingewiesen, in Stuttgart herrscht Abrisswahn. Abgerissen wird nicht nur der Bahnhof, abgerissen werden viele weitere erhaltenswerte historische Bauwerke. Und abgerissen werden hunderte, wenn nicht sogar tausende von Mietwohnungen. Die Gleise des 100 Hektar großen Gleisvorfeldes unseres Kopfbahnhofes sollen zum Zwecke der Bebauung herausgerissen werden. Beim Abriss von Altbauwohnungen geht es darum, noch bezahlbare Mietwohnungen durch teure Eigentums- und Mietwohnungen zu ersetzen. Wow. Und in allen Fällen geht es also um Immobilienspekulation. Es geht um Profit. Und auch die Methoden... Entschuldigung, ein Notfall für die Unterbrechung. Da hinten ist ein Feuerwehrwagen. Das ist auch wohl scheinbar ein Notfall. Die müssen da hinten durchkommen. Also bitte vor dem Kunstmuseum bitte Platz machen, dass die Feuerwehr da durchfahren kann. Das betrifft auch die Leute, die da drüben rumlaufen und nicht bei der Veranstaltung sind. Tut mir leid, Ossi. Ja, ist klar. Hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Also die Methoden, die hier angewandt werden, sind jedenfalls überall auch die gleichen. Es wird gelogen und betrogen. Genauso wie der Kopfbahnhof werden Altbauwohnungen mit guter Bausubstanz schlecht geredet, um ihren Abriss zu rechtfertigen. Genauso wie bei Stuttgart 21 werden Schutzbestimmungen ignoriert oder ausgehebelt. Nur ein Beispiel dafür. Für die Beethovenstraße in Bodnang gibt es seit 1984 eine städtische Erhaltungssatzung, um den typischen Siedlungsstil der 20er und 30er Jahre zu schützen. Dennoch hat der Bau- und Wohnungsverein von der Stadt eine Baugenehmigung bekommen. Und deshalb droht jetzt 48 Wohnungen der Abriss für Neubauten mit doppelt so hohen Mieten. Im Halsschlag sollen von den Gebäuden, die 2005 noch standen, bis in ein paar Jahren ein Drittel abgerissen sein. Der frühere SPD-Baubürgermeister hat 2007 gesagt, eigentlich ist der Halsschlag ja eine bevorzugte Wohnlage. Was er damit eigentlich sagen wollte, ist, dass in dieser Halbhöhenlage nicht länger arme Schlucker wohnen sollen, sondern Betuchte. In Zuffenhausen sind 271 Mietwohnungen von Abriss bedroht. Das war jetzt die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Der Widerstand gegen den Miet- und Abrisswahn formiert sich. Betroffene Mieter haben sich in Mieterinitiativen zusammengeschlossen. In Bodnang haben sich zwei Mieter, einer steht hier, bisher erfolgreich geweigert, ihre Wohnungen für den Abriss zu räumen. Beide sind übrigens heute zum ersten Mal auf einer Montagsdemo und haben mir gerade gesagt, sie wären total geblättet, wie viele Leute da kommen, und sie hätten das nie und nimmer gedacht.
12.05. erstmals eine Demo von 100 Mietern gegeben gegen die Mieterhöhung der SWSG, gegen Modernisierungsvertreibung und den Abriss von preisgünstigen Wohnungen. Und Mieter in der Keldersiedlung, die hier heute auch zahlreich vertreten sind, sind fest entschlossen, ihre Wohnungen und ihre Siedlung nicht für einen Abriss zu räumen. Sie haben Plakate an Fenster und Türen gehängt, auf denen unter anderem steht: Wir bleiben hier, kein Abriss unserer Wohnungen. Oder, es kommt noch besser, der größte Lump im ganzen Land ist der Wohnungsspekulant. Und es gibt noch viel mehr, ich belasse es dabei, noch eins zu sagen, auf einem Plakat steht: Friede den Hütten, Kampf den Palästen. Wenn Mieter sich tatsächlich erfolgreich weigern auszuziehen, dann wird diese ganze Abrisspolitik in Frage gestellt. Das wollen die Immobilienspekulanten und die mit ihnen verfilzten Politiker im Rathaus mit allen Mitteln verhindern. Und deshalb geht die SWSG, Geschäftsführung, jetzt mit Zuckerbrot und Peitsche in die Offensive. Und wir gehen in die Gegenoffensive. Das fängt damit an, dass die Mieter der Keldersiedlung nächsten Montag nicht einzeln zu einer Informationsveranstaltung der SWSG gehen, sondern in einem Demozug und dann vor dem Gebäude erstmal überlegen, ob sie da überhaupt reingehen. Für den 24. September ist eine größere Demo in Zuffenhausen geplant, zu der wir nicht nur die betroffenen Mieter, sondern die gesamte Zuffenhausener Bevölkerung mobilisieren werden. Die Bewegung gegen Stuttgart 21 ist also dabei, eine Bewegung gegen den Mieten- und Abrisswahn an ihre Seite zu bekommen. Dann heißt es bald nicht mehr nur oben bleiben, sondern auch drinnen bleiben. Wie bereits gesagt, Mieteraktivisten sind heute unter uns. Es gibt einen Infostand der Mieterinitiativen hier. Und ich wollte euch auffordern, unterstützt die Mieterinitiative mit einer Unterschrift gegen diese Abrisse. Nehmt Listen und Flyer zum Weitersammeln und Weiterverteilen mit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und drinnen bleiben. Das Engagement, Stuttgart hat es bitter nötig. Und wer sich da noch dran beteiligen möchte, habe ich gerade gehört, es gibt einen Stand neben dem blauen Pavillon. Da sind Vertreter, da streckt einer die Arme in die Höhe, sind Vertreter von der Mieterinitiative, da kann man sich diese Flyer besorgen. Da steht drauf: Abrisswahn stoppen, bezahlbare Wohnungen verteidigen. Und soweit ich weiß, gibt es auch Listen, in die man sich eintragen kann, um diese Initiative zu unterstützen. Recht so, okay. Jetzt habe ich noch etwas anderes. Erstens gibt es wieder Musik. Und für diejenigen, die die Musik auch gerne mit nach Hause nehmen wollen, der Bernd Köhler und Jan Lindqvist haben auch CDs gemacht. Und die verkaufen sie hier vorne an der Bühne. Aber bitte nicht alle auf einmal kommen, ja, sondern vielleicht erst so nach und nach am Ende der Demo. Und wenn die wieder von der Bühne runter sind. Aber jetzt hören wir sie nochmal. Das war die schönste Werbeansage, die ich bisher erlebt habe. Nicht alle auf einmal, ja? Ist in Ordnung. Wir spielen euch ein türkisches Lied von Zulfi Livaneli, ist ein bekannter Autor in der Türkei. Kardeşin duymaz, dein Bruder, deine Schwester hört nicht. Sie verbleiben in Stille, sie versuchen, deine Stimme zu ersticken. Dein Herz ist aus Glas, ist halb gebrochen. Deine Schreie um Mitternacht, dein Bruder, deine Schwester hört nicht. Der Sohn des Fremden hört.
Falle nicht, wenn du das alles gesehen hast. Sei niemals verletzt, wenn du die Hoffnung aufgibst. Öffne dein Herz zu einem Gruß. Dein Bruder, deine Schwester hört nicht. Der Fremde hört es. Kardeşin duymaz von Zulvi Livaneli. Unseres heutigen Beitrags ein Lied, das ich um die Jahrtausendwende geschrieben habe.
Es trägt den Titel Blauer Planet. Wann wäre das Lied schöner zu singen wie an einem sonnigen Tag hier bei euch? Bei dieser Aktion. Denn es geht euch und uns allen natürlich um den Bahnhof dort. Aber es geht natürlich auch darum, dass diese Welt lebbar bleibt. Und darüber geht dieser Song, Blauer Planet.
Vielen Dank, Bernd Köhler und Jan Lindqvist. Wir sind heute ziemlich spät dran. Ich hoffe, es können trotzdem noch alle bleiben und müssen nicht aufs Zügle. Denn jetzt haben wir nochmal jemanden. Kennt eigentlich nicht jeder, also in Stuttgart nicht so altbekannt. Aber es ist ein ganz unverdrossener Anstifter, geht auch bei den enormen Kostensteigerungen von S21 nicht stiften. Im Gegenteil, er hämmert den verantwortungslosen Verantwortlichen in seinen folgenden Staccato um die Ohren, was selbst Hanni Aaser und der Bundesrechnungshof nicht auf ihren Risikolisten hatten und haben, nämlich die vergessenen Kosten bei Stuttgart 21. Und ehe wir den jetzt hören, muss ich aber noch mal einen Appell an alle richten. Wir haben viele tausend Flyer für die 333. Montagsdemo drucken lassen. Und da gibt es ja auch ein kulturell-politisches Programm, sehr anspruchsvoll und gut. Also wir machen uns seit Monaten da Mühe drum, dass es wirklich was wird. Bitte nehmt doch alle und nehmen Sie bitte alle, so viel Sie können, von diesen Flyern mit und verteilen Sie die dann auch in die Briefkästen der Nachbarn oder an Freunde und Bekannte oder legen Sie sie irgendwo aus, wo Leute die mitnehmen. Es ist immerhin unter anderem Frau Professor Dr. Hertha Deubler-Melin, die ehemalige Bundesjustizministerin, die hier bei uns auftritt. Ja. Timo Brunke, der Wortkünstler, auf den wir uns alle besonders freuen. Und Christian Petzold, der Schauspieler. Außerdem gibt es tolle Musik und eine prima Moderation und viele Freunde und Freundinnen, die man hier wieder sehen kann. Also bitte diese Veranstaltung besonders bewerben. Und jetzt bitte auf die Bühne Peter Krohmann. Liebe Festgemeinde, liebe Volksversammlung samt Marienverehrung. Der neue Slogan heißt nicht mehr Stuttgart 21, sondern Stuttgart 21 Milliarden. Oder um es etwas vornehmer auszudrücken, und es auch den durch unser Weindorf wankenden Befürworter deutlich zu machen, 21 Milliarden Euro sind 21.000 Millionen Euro. Schreck, lass nach, sagen Sie jetzt vielleicht und fragen sich, wie kommt der Arsch auf solche Zahlen? Ich bin Hellseher und Hingucker und übe mich in Weitsicht. Aber zunächst mal alles auf Anfang. Mein Motto heute, ein bisschen Dreck am Stecke, das wird so Keunerschecke. Oder etwas vornehmer ausgedrückt. Am Anfang war das Wort. Johannes Evangelium, Moses 1,1. Und das Wort hieß 4,8 Milliarden deutsche Mark, also 2,4 Milliarden Euro. Das war 1994, weil damals vor 22 Jahren ein Kilo Krombiere eine Mark kostete, kosten die Krombiere heute natürlich auch nur einen Euro. Manchmal wird das Geld allerdings auch weniger. Wer heute 1000 Euro auf sein Konto legt, hat vielleicht in 20 Jahren nur noch 700 Euro. Allerdings kosten dann die Krombiere auch 7 Euro pro Kilo. Wie gewonnen, so zerronnen, wie Volker Käfer gern sagt, als er abgelöst wurde. Der nächste ist Rüdiger Grube, der dann von Ronald Profalla abgelöst wird und der wieder von Sigmar Gabriel. Vorsorge, Vorsorge ist die beste Gelegenheit. Wetten, dass es so kommt? Um ein Jahresgehalt von Volker Käfer? Das sind lächerliche 800.000 Euro. Für diese Summe würde ich nicht mal einen Bürgerbrief machen. Momentan geistern ja die verschiedensten Zahlen durch die Nacht der Stadt. Mal 2 Milliarden, 4 Milliarden, 4,8 Milliarden. 4,8, das war die Geschäftsgrundlage für den Betrug am Volk. 6,5 Milliarden, 6,9 Milliarden, aber wenn es hell wird, kriegen wir die Zusatzzahl mit. 10 Milliarden, die Geheimzahl. Also 10.000 Millionen Euro. Geheim deshalb, weil der Bundesrechnungshof offiziell keine Zahlen bekannt gegeben hat. Aber wir haben bekanntlich überall unsere Whistleblower. Das Büro Viereck Rössler kommt in seiner Berechnung vom 18. Juli
2008 bereits auf 6,9 Milliarden, vielleicht vor 8 Jahren. Bei der Kostenhochrechnung auf das Jahr 2022 oder was von der Bahn inzwischen auch eingeräumt wird, vielleicht auf das Jahr 2025, kommen die Büros Ostertag und Büro Kostenplanung Kappes dann bereits vor 2 Jahren samt Risikozuschlägen auf 9,77 Milliarden Euro, die dann bei der von der Bahn angedeuteten Fertigstellung 2025 laut Preisindex und Preissteigerungen, in Klammer fußend auf dem Statistischen Bundesamt, auf 12,55 Milliarden anwachsen werden. Aber wetten, das ist nicht alles. Denn hinzugerechnet werden müssen zu diesen 12,55 Milliarden die ja bekannten und angeblich nicht bahnverkehrlichen Planungen, Realisierungen, Kollateralschäden bis zum Bauende. Am Annahmezeitpunkt wiederum 2025. Offenbar will die Bahn, dass diese angeblich nicht verbahnkehrlichen Kosten von den anderen Partnern getragen werden. Jetzt mal ganz unter uns, diese anderen Partner, das könnte die Stadt sein, das könnte das Land sein, das könnten aber auch Sie sein oder Sie oder ihr da drüben. Ihr seid nämlich die Partner, ihr Steuerzahler seid die wahren Partner der Bahn. Und noch etwas, bevor ich Tacheles rede und Zahlen nenne, weitere Zahlen. Diese Kostenschätzung liegt an der untersten Grenze und wird sich, wenn am Projekt festgehalten werden sollte, noch erheblich erhöhen. Gott bewahre. Erstens, Kosten für Planung, Realisierung, zum Beispiel Bahnhofsplatz, Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, Gerhard-Müller-Platz, Straßburger-Platz. Kosten für die Schillerstraße, die Willy-Brandt-Straße, die Jägerstraße, die Heilbronner-Straße und die benachbarten Straßen und Plätze. Man darf ja wohl annehmen, dass diese öffentlichen Räume hochqualifiziert neu geschaffen oder erheblich aufgewertet werden. Denn wir bauen ja hier nicht in Deutsch-Südwestafrika. Zweitens, Landschafts- und gartenarchitektonische Planung und Realisierung der frei werdenden Flächen des Schloss- und Rosensteinparks. Drittens, Anschlüsse, Neuordnung und Wiederherstellung von benachbarten Arealen des Landes, der Stadt und anderer Anlieger. Langfristige Pflege von kaputten Park- und Gartenanlage. Viertens, Sicherung, Verlagerung, Umbausnahmen und Ersatz an öffentlichen und privaten Gebäuden, etwa Neckar-Realschule, Königin-Katharinen-Stift, Planetarium, Landespavillon, Gebäude und Anlagen an der Kernerstraße, Jägerstraße, Kriegsbergstraße, Willy Brandt und Sacklerstraße. Fünftens, Sicherung und Verlagerung von Kulturdenkmälern, wie in der Aufstellung der Landesdenkmalamt genannt. Unter anderem Verwaltungsbau der Treuhand AG in der Jägerstraße, die Ruine des neuen Schlosses, des neuen Lusthauses, Skulpturen wie die Eberhardsgruppe, die Gebäude Willy Brandtstraße 8 und 12 und die Grünflächen und Wasseranlagen im mittleren Schlossgarten. Sechstens, Kosten für die Verlagerung des bestehenden Busbahnhofs und dessen Neubau. Siebtens, Kosten für ständige und temporäre Verlagerungen, Umleitungen von Gehwegen, Brücken, Telekom, MBBW und anderes mehr. Achtens, Kosten für Umbau, Umleitung oder Verlegung von Anlagen der Stuttgarter Straßenbahn, etwa in der Heilbronner Straße, Hauptbahnhof, in die Brandstraße, Haltestelle Staatsgalerie. Allein hierfür werden rund 100 Millionen Euro gerechnet. Neuntens, Sicherung und Wiederherstellung von Grund- und Mineralwasservorkommen, Nesenbach, von Bäumen und Pflanzen. Zehntens, Kollateralschäden und Kosten an Wohnungsbauten und öffentlichen Bauten. Elftens, Schallschutz und Sicherungsmaßnahmen in Bahn- und nicht bahnverkehrlichen Bereichen. Zwölftens, Abbau und Änderungen von zusätzlichen, nicht bahnverkehrlichen Elementen bei der Entfernung von Gleisschienen und Überwerfungsanlagen. Dreizehntens, es sind 100 Punkte übrig. 13. Gewinnentfall und Schadenersatzforderung von Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben durch Baumaßnahmen. 14. Schadenersatzforderung von privater Seite. 15. Kosten durch die zu erwartende Ausdehnung der Gipskäuferschichten auf nicht bahnverkehrliche und bahnverkehrliche Anlagen stehen. Grundstücke, Gebäude erwartet werden. Beispiel Stadt Staufen. 16. Kosten, die durch Eingriffe in die Mineralwasserströme, Mineralbad Beid, Leutze, Berg, Cannstatt, bis hin zu deren Schließung entstehen können. 17. Wiederherstellung von Grundstücken der unmittelbaren S21-Trasse. Altlastensanierung von der Stadt und von der DB erworbenen Gelände, zum Beispiel C1-Gelände.
Die hierfür bereitgestellten kalkulierten Mittel reichen bei Weitem nicht aus und sind nichts weiter als eine Lachnummer. 18. Stuttgart 21 durchbricht ca. 5 bis 7 Schichten der Stuttgarter Stadtgeschichte. Von der ursprünglichen Sumpf- und Wiesenschicht des Stutengartens über die Lustgartenschicht, den barocken Anlagen bis zum Bundesgartenschauschichten. Kosten für präventive Archäologie, Kosten für archäologische Untersuchungen. 19. Stuttgart 21 greift im gesamten Verlauf in ein eingespieltes Ökosystem, zum Beispiel in die Pflanzensymbiose und die Tierpopulation. 20. Kosten durch späteren Baubeginn, verursacht durch Finanzierungsprobleme. 21. Erhebliche Finanzierungsmehrkosten, denn das Projekt wird weitgehend durch Kredite finanziert. 22. Zusätzlich nicht bahnverkehrliche Maßnahmen unter Tunnelung und Anschlüsse etwa beim Flughafen Tiefbahnhof. 23. Ausgleichsforderung von Leinfelden, Echterdingen und anderen Gemeinden. 24. Einrichtung neuer, aufstocken vorhandener Ämter, Kosten für Personal und Räume. 25. Das ist bei mir der letzte Punkt, aber in Wahrheit gibt es natürlich weitere 25. 25. Kosten für sonstige Maßnahmen, Leistungen, temporäre Maßnahmen, Provisorien in diversen Bereichen. Wir können die Liste jederzeit fortschreiben. Nicht gerechnet sind die Kosten bei Unwettern und Überschwemmungen, bei Bergrutschen, Talrutschen, schwankenden Fernsehtürmen und fehlenden Mehrheiten, sowie bei Blitz, Hagel und Donner. Wie Sie wissen, sind Arbeiter am 13. Juli 2016 auf der Baustelle der Schnellbahnstraße Wendlingen-Ulm auf einen riesigen Hohlraum gestoßen, schreibt die Schwäbische Zeitung am Mittwoch der letzten Woche. Dort, in dieser Höhle, werden dann alle Kosten, alle Lügen, alle Geheimpapiere und alle Märchenerzähler begraben. Und bei solchen Höhlen sage ich nur, oben bleiben. Wessen Geld? Unsere Geld. Wessen Stadt? Unsere Stadt. Und wessen Zukunft? Unsere Zukunft. Oben bleiben.